Ja. So, ich sehe gerade, Alter, ich dachte gerade, weil R1, ne, die Fähigkeit ist ja hier vertreten. What the fuck, Alter, der Mana-Verbrauch ist richtig marode. Tech Push. Boom, boom. Wunderschön. Auf jeden Fall, die Schadensanzeige ist definitiv high geworden. Also heiß, meine ich. What the fuck, Alter. Ey, Mann. Ich hab schon wieder keinen Bock, Alter. Wow, what, Alter. Seht euch das an, wenn man reinschreibt, ne, hier rechts. Unter der Karte. Geil. Geil. Komm her, hier, hä? Hä? Bot, was willst du? What the fuck? I don't love you. Hey. Alter. Okay, zack, hier, der rennt weg. Aber ich muss sagen, irgendwie, ich finde das etwas blöd mit der Schadensanzeige, weil. Ja, früher war es besser, fand ich. Und dass man den Fähigkeiten. Es ist jetzt, musst du dich wieder umgewöhnen, ne? Das ist für alle, die Paragon spielen und alle, die Paragon Videos gucken. Weil man sieht jetzt garantiert alle nur noch, wie sie im Paragon kommentieren oder befürworten, wie das jetzt aussieht hier mit dem Schadensaussehen im Leben. Ich finde, es sieht etwas blöd aus, das sieht so nach kleinkindlich aus, finde ich. Als so richtig verhätschelt, kann man sagen. Aber naja. Okay, Alter, da sieht man ja mal. Bots sind kacke, ey. Und immer noch so high OP. Aber trotzdem sieht man da bei dem Kleinen, es laggt immer noch. Oh Mann, ey. Ich denke die ganze Zeit, da unten sind ja die Münzen. Ich denke die ganze Zeit, Alter, das ist da oben. Was dachte ich mir die ganze Zeit? Ich habe doch eine Münzen. Komisch. Ja, aber das Coole ist, jetzt sieht man, wie viel Leben das Team hat. Das ist auch geil. Das ist OP, Alter. Okay. Eingreifen, Nunatan in Null. Das ist aber etwas übertrieben, Alter. Jetzt muss man nicht wissen, wie viele Untertanen gerade angreifen. Oder so halt, die Anzeige allgemein ist unnötig. Also, ich bin eigentlich wirklich ein Paragon-Fan, aber von den Updates bin ich halt kein großer Fan. Weil die dauern verdammt lange, jedes Mal. Und das ist halt das Ätzende an Paragon, ehrlich. Aber es ist, ja, die Map ist auf jeden Fall wieder cool geworden. So cool, wie sie war bei dem Update. So, komm schon, den kriegen wir down. Hier bleibe ich drin, Alter, vergiss es. Ey, das Ding ist doch futsch! Alter. Ey, habt ihr es gesehen? Alter, ich schieße einfach fünfmal drauf und das scheiß Ding geht euch kaputt. Alter, frustrierend hoch 10, Alter. Hier nimmt das ihr Bots, Alter. Ihr scheiß Kackspassier. Auf jeden Fall macht man auch mehr Damage. Das war vorher nicht so. Also, es war ja durch die Anzeige immer so. Nein! Nein! Ich hab dreimal Rückzug gepostet, du! Hör zu, wenn man was postet, Alter. Ach ja, das geht nicht. Nein, das war ja Spaß. Ja, das ist auch kacke, dass sie jetzt den Sound rausgemacht haben, weil vorher hast du immer den Sound ja gehabt, halt. Und zwar halt laut. Das heißt, du hast. Ding! Halt wie richtige Handy-Benachrichtigung. Hast du Ding gewusst? Aha, da hat jemand das reingeschrieben. Da guckst du doch gleich in die Anzeige, wenn jemand eine reingeschrieben hat, ne? Und das ist jetzt so. Jetzt hast du nicht mehr die Anzeige, wie was ist. Hauptsache mein Mana leckt erstmal rum, Alter. Meine Mana-Anzeige hier wäre vom Charakter. Oben ist sie voll, aber unten war sie nicht voll. So dumm.
Wow, Alter, ich sag doch, Bots sind high OP schon wieder, ey. Das kostet eigentlich schon wieder. Alter, was ist denn das? Ich kann nicht laufen! Dreckige Spastendinger, Alter, meine Fresse. What the fuck, Alter, die haben den aber richtig geil gemacht. Oder? Und wie man sieht auch, die Bilder sind jetzt komplett neu, Alter, von allen unten. So, ist wirklich cool gemacht jetzt mit allem. Alles gleich, hat schon drei Karten drin. LT blies ja. LT will ich ja. Achtung, ja, das finde ich auch so kacke, Alter. Ey, die haben jedes Mal irgendwie die Anzeige anders, ne? Boom, Gadget, du kleiner Sack. So. Na, nehmt das hier, ihr kleinen Missiles, ey. Oh, Alter! Dieser Hessler mit seinem Fettkopf, Alter, Mann. Wow, Alter. Danke, du Mister, ey. Mann, wirklich, ey. Scheiße, was du, ey. Ist wieder typisch Paragon, ey. Heil Scheiß. Hate Faktor hoch 10 OP, Alter, Mann. Oh, Alter, wie ich diesen Dreck im Bot hasse in dieser Art, Alter. Soll er sich doch verpissen von dem Schießweg, ey. Alter, auch so nötig, ey. Oh, 6 Gold, wow, 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 wow. Wo ist jetzt eigentlich die Zeitanzeige? Ach, da. Hier über dem Raptoren, wo steht, erledige Raptoren, ne? Direkt so zwischen der Anzeige. Wow, Alter. Gute Arbeit. Irgendeins wurde erledigt. Sieht so aus wie die Hauptkugel. Aber es ist keine Hauptkugel. Was ist es? Leute, das ist die Frage hier im Paragon. Was haben die da schon wieder für eine Scheiße gemacht? Hauptwache, Alter. Früher habe ich so einen kleinen Sack mit Eimer erlegt. What the hell? Der Raptor! Der Raptor! What the fuck? What the fuck? What? Boom! Headshot. Habt ihr gesehen? Headshot. Das wär's jetzt, wenn der Raptor mir folgt, ey. Hat sich Sorgen gehört irgendwie. Nimm das, ihr scheiß kleinen Dinger! Mann, Alter, wie ich die auch hasse, ey. Ich verfluche die wirklich jedes Mal, wenn ich von denen gekillt werde, Alter. So kleines Sackschoss, ey. Endlich Level 5, ey. Jetzt kann ich jeden einzelnen Scheiß killen, ey. Von theoretisch müsste er jetzt tot sein, ne? Der Ulti sollte eigentlich so viel Damage machen, dass er tot ist, aber nee. Nee, ey. Das ist wieder typisch Paragon. Der Ulti macht von dir nicht so viel Schaden, aber dir von den Bots, der macht einfach so doppelt viel Schaden, ne, du. Das ist so eine Logik, die verfluche ich Paragon auch, Alter. Das ist so. Wow, Alter, die Killanzeige hat es auch gebracht, habt ihr es gesehen? Links unten zur Mittel. So, ja gut, kann man jetzt nicht sehen, Alter, weil er kann nichts auf der anderen Seite ist, so. Auf jeden Fall links, da sieht man es gerade. Das ist so unnötig, die Anzeige mit dem Kill.
Wow, Alter, jetzt kommt Sparrow. Seht ihr Sparrow, Alter? Wow, er ist so high OP. Applaus für ihn. Digga, ist so eine Lusche, ey. Und jetzt zieht er sich zurück, Alter. Oh, das haben Bots aber auch noch nie gemacht. Sehr selten nur. Dass sich Bots zurückziehen, ey. Das war immer anders. Yeah, hast du auch mal einen weiteren Griff, ne? Du kannst gleich hier. Wo bist denn der hier? Aber es ist auch cool, das Bild ist wirklich cool. Oh man, er wusste genau, wo ich lang laufe, ey. Richtig lol, ey. Ach ja. Aber die haben jetzt noch weniger Leben bekommen jetzt. Die haben nur ein ganz kleines Häufchen mehr Leben. Das ist Danke, oder Danke Park, kann man nur sagen. Aber was ich auch unnötig finde, ist die untere Anzeige. Mit den Fähigkeiten halt. Hier unten hat man die fünf Fähigkeiten, die man hier in Paragon halt hat beim Charakter. Das ist so unnötig, finde ich jetzt, dass die da unten sind, weil die könnte man, hätte man ruhig rechts lassen können und die Karte hätte man auch links lassen können. Kartenanzeige halt, ne? Aber naja, na. Kann man nicht sagen. Das ist halt Paragon, denkt sich das immer wieder neu aus, damit ja die Lust am Spiel nicht vergeht, aber ehrlich gesagt, die Lust am Spiel vergeht einem. Also nach einer Zeit lang wirklich. Ich weiß, ich krieg dafür eventuell einen Dislike, aber das hat sich nun mal so an sich. Ich stehe zu der Meinung wirklich, dass es nach einer Zeit dann komplett langweilig wird. Und auch wenn ein neues Spiel dann mal rauskommt, das ist auch so, dann wird das Spiel bei mir zumindest nicht mehr gespielt. Und suchte ich es noch so lange, bis Battlefront 2 rauskommt. So, ich muss jetzt weg, weil die jetzt fucking Scheiße machen, ne? Das finde ich auch so kacke, Alter. Er ist einfach so schnell, HOP. Ja, er greift mich an, Alter. Scheiß Tor. Digga, er sollte die zerstören und nicht detacheln, Alter, ich scheiße. Hallo, wo ist meine Verstärkung? Endlich greift die mir jemanden mit an, Alter. Ja, der Turm ist fast zerstört und einfach keiner von den scheiß kleinen Kriegern kämpft. So, gucken wir uns mal hier um. Hier hat man ja schon gesehen auf ein paar Vorspannen, das ist neu gemacht. Auf jeden Fall auch die Damage-Vorgabe ist, merke ich die ganze Zeit, gucke ich, achte ich immer drauf, die ist anders. Hier sieht man es bei ihm im Normalalter. Durch die Anzeige geht das Leben jetzt auch viel schneller runter. Das Coole ist auch, die machen so gar keinen Damage bei ihm, ne? Das ist so geil. Bei denen, du kannst so viele killen, wie du willst, ey, die machen kaum Damage eigentlich. Ich bin Doppel-Level-Aufstieg hier. Ja, Leute, ja. Das habt ihr richtig gesehen. Das bringt ja anscheinend auch mal was. Unglaublich, ne? Unglaublich. Vorher hat man gar nicht so viel bekommen. Nur so ein paar 3%. Das war so lol, ey. Du hast so viele gekillt davon, aber nee. Es bringt nichts, es bringt nichts. Das war immer so richtig scheiße. Digga, jemand muss mal links verteidigen. Links. Boom, boom, boom. Unzerstört. Digga, ich schreibe das so oft rein und keiner antwortet drauf, Alter. Wenn wir jetzt den Turm verlieren, da schreibe ich. Wow, Alter. Wow, danke. Das ist, das sage ich wieder. Diese, das in Paragon wird sich das nie ändern, solange die nicht mal diese scheiß Vorschriften ändern, ja. Ja, wenn, dann sollen sie wirklich mal hier Teamplay reinmachen, ey. Weil wenn ich Teamplay macht, Alter, soll man endlich Anschiss kriegen von denen. Weil weißt du, wozu spielen die Paragon? Also wenn man spielt ja Paragon, wenn man im Team spielen will und gewinnen will halt. Ja, aber wenn man jetzt Paragon spielt,
dann hast du einfach so ein Team wie hier jetzt, ich wieder mal, was einfach gar nicht zusammenarbeiten kann, ein Team. Ja, hallo Mates. Ja, könnt ihr mal helfen? Wow. Danke, ey. Danke. Kann ich mir Danke schreiben, ey? Weil das solche Luschen sind, Alter. Guckt uns an. Wir haben nicht mal bis zu der einen Scheißlinie da vorne. Und die sind schon fast hier Tor, Alter. Ey, da wird schon liebsten wieder verlassen, ey. Ich hab keinen Bock. Kein Spaß, ich verlasse so selten Mates, aber... Ey, so ein Match habe ich keinen Bock, ey. Scheiß Mates, alles kacke an diesem Match. Wieder mal. So dreckige Anfänger, Alter. Da habe ich doch gar keinen Bock, ey. Ja, und ich habe keinen Kill wieder mal. Stimmt, wo ist denn die Killanzeige? Hab sie jetzt komplett rausgenommen? Ne, da unten ist die. Wow, also ich habe 0 Kills und 2. Ey, ich wurde nicht zweimal gekillt. Was ist das für ein Scheiß? Das lügen die schon wieder mich an, Alter. Ich wurde einmal. Oh ja, Paragon lag wiederum. Das war's, Leute. Jetzt kann ich schon sagen, warum da 2 steht, zweimal gekillt. Ich wurde einmal gekillt. Aber da steht eine 2 bei Paragon Lake manchmal, das hatte ich auch gehabt. Da war bei Halloween, da war irgendwann mal ein Zwischenupdate, ne? Und dann hat das einfach so fucking gelaggt, ey, das war so. Da steht da manchmal eine 2, Leute, da wundert euch nicht, das ist ein kleiner Lag von Paragon halt. Das sollte theoretisch nach einem Match, nach ein, zwei Match sollte das verschwunden sein, theoretisch beim nächsten, wenn nicht, dann beim übernächsten. Wenn dann nicht, dann weiß ich auch nicht, dann müsste es nochmal neu starten. Paragon. Ich frage mich, wo jetzt die Levelanzeige ist, Alter. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ich die Levelanzeige. Ich will mir erstmal die neue Steuerung gewöhnen. Ich würde mal, ich guck mal. Ja, erstmal mal. Oh, Alter. So. Einstellung. Steuerung. Unfair. Digga, das heißt die Ort für uns und ich werde direkt scheiß Bot, Mann! Alter, drei Spatten viel, Mann. Ich da rede ich mich so auf. Wow, Alter, gute Arbeit. Alter, ich habe wenigstens fast die Karte hier freigeschaltet, die will ich haben. Auf jeden Fall geht doch die Münzverteilung viel schneller. Wow, gute Arbeit, sag ich nur. Ey, ihr seid zu dämlich im Team zu arbeiten. Ihr seid zu dämlich, mal endlich zu kapieren, auf, ja, Messages zu reagieren. Wisst ihr, ich habe 1000 Matches gespielt im Paragon. Und ihr ist schon jetzt in den letzten paar Runden immer so dreckige scheiß Luschen-Teams untergekommen. Weißt du, da denke ich mir, ja, Leute, ey, da hört auf Paragon zu spielen. Weißt du, Killklauer und kleine Sackspasten, ey, die gar nicht können, ey, die können sich gleich aus Paragon verpissen. Ja, gemerkt, ey, wirklich, da habe ich keinen Bock. Da unten ist die Anzeige. Und da ist der gerade seht, ne, und bei meinen Fähigkeiten,
Das sind alle Punkte weg, keine Angst. Die sind jetzt nur so wie bei der Hauptfähigkeit. Das sind jetzt drei, es waren zwei. Das ist auch nur ein Lag von Paragon. Das ist wieder mal, ja, wieder so ein kleiner Kindheitsfehler von, ja, der ist eigentlich schon immer dabei seit den letzten Aktualisierungen. So seit Halloween ist das mir enorm aufgefallen, aber das war auch schon früher. Also das ist, ja, sagen wir wirklich, das ist so ein Kinderkacke, die übernommen wurde, schon seit Jahren nicht ausgebessert wurde, so richtig. So, Sparrow, was willst du? Was willst du? Wow, wow, also ihr seid so viele, ey. Ich habe noch eine kleine Armee dabei. Jetzt kapille ich euch, Alter. Oh, meine Fähigkeit ist nicht bereit, ne? Das Level aufsteigen geht auch übelst schnell jetzt mal. Richtig OP. So, Sparrow, hast jetzt deine friedliche Glücklichkeit. Dicke, macht so viel Damage! Was seid ihr für Missets? Das Ding soll helfen und nicht Schaden machen, Mann. Bin ich wieder. Oh, Sparrow hat sich wieder zurückgegeben. Ja, vor allem, was ich auch so hasse, ey, bei Bots, das ist, die sind dann einfach so kacke. Zusammen dann in der Gruppe, ey. Hast du einfach allein gar keine Chance, ey. Das finde ich so richtig misset. Die Scheiße sollten sie endlich mal rausnehmen, ey. Richtig. So, dass es wirklich nur so übelst selten vorkommt. Wow, Alter. Danke, du misset, Alter. Der, wer war's wohl? Na, ich war's. Haha, löschen. Ach, das tut mir leid, ihr kleinen Spaste. Boah, Alter, jetzt fehlt es. Ach, tut mir leid, ey. Boom. Und wieder ich. Da, da, da. Boah, Alter, Isis hasse dieses Mana, Alter. Isis hasse das ist Mana, Alter. Gutes Deutsch, ne?
Zeig euch jetzt, warum das so geil ist an der Karte. Wo ist das? Wo ist die Anzeige jetzt? Alter, wo ist die scheiß Anzeige? Oh Mann, ey. What the fuck, Alter, die Kernanzeige von den Gegnern, guckt euch die an, wie die wippt, ey. What the fuck? Ja, man konnte es nicht sehen, aber es war einfach richtig, die Karte ist so high OP, ne? Sie pusht runter und sie pusht high, das ist so geil. Ey, Leute, glaubt mir, es ist die fameste Karte, ey, für mich, finde ich. Weil die ist so geil, ey. Mann, die ist so normal, guck, geil. Ja, ich glaube, ich mache zwei Matches. Zwei Match draus. So, Level Aufstieg, Level 3. Yo, Leute, lol, Leute, lol, Leute, lol, lol, lol. Ja, Alter, ich kann Helden bezwingen. Sichere, was, Helden für... Ich habe doch nur Helden getötet, ey. Spieler bewerten, alle überflüssig, alles scheiße. Nein, bewerte ich natürlich nicht. Ich habe doch keinen Bock drauf, ey, jetzt zu bewerten, oh. Hauptsache, ich habe hier schon die silberne Truhe, obwohl ich die andere gar nicht gemacht habe. Die Sacklamaler, die haben auch einen weg, ey. Kleine Lippen. Ja, ich bekomme einfach so einen Scheiß, obwohl ich gar nichts gemacht habe, Leute. Also, da sage ich nur deren Fehler. Fehler, ich sag Fehler. Das Beste wäre, wenn ich jetzt einen Skin bekomme. Bitte Skin. Oh, kommt schon. Skin. Nein! Alter, letztes Mal hatte ich hier einen Skin rausbekommen. Das war so high OP. High OP. Stärkung. Was das? Stärkung aktiv? Stärkung aktiv? Guckt euch das an gegen Ki. What the fuck? Das probiere ich mal aus, der ist neu. Der ist neu. Ach, das ist immer noch einzeln. Nee. Ich dachte, das wäre jetzt bei Stärkung aktiv, das halt jetzt für alles ist, ne? Ach, das ist für mich selber nur. Das ist scheiße. Scheiße! Ich kostet einfach 700, ey. Was bei Paragon auch so fucking. Ja, tut mir leid wegen dem Wort, aber es ist so kacke, unnötig. Ja, hierfür bezahlst du bei den Münzen, ich zeig's euch, hier, für 1010 Euro. Das finde ich der unfairste Preis. Ja, ich spiele Overwatch, ne, und als Beispiel, ich krieg für 10 Euro bei Overwatch eine Lootbox noch gratis dazu. 10 Lootboxen und eine als 11 Lootboxen, ja, das ist doch perfekt, ey. Was soll ich denn mit dem Scheiß da, ne? Also, das ist doch sinnlos. Warum soll, was soll ich mit dem Scheiß da, ne? Ey, das ist so dumm. Finde ich wirklich, ey. Hier, guck mein geiles Skin an, wieder mal. Am Start mit dem geilen Skin hier. Ja, das Blöde ist, ich habe das richtige Banner nicht dazu, ey. Hätte ich noch das richtige Banner, Leute, ne? Oh, das wäre so geil, ne? Und da ohne my tome, lime time then das like to go. Ach ja, und außerdem das Zeichen, glaube, und das ist auf jeden Fall neu. Ja. Es gab vorher nur die 4 Zeichen. Ah, ich sehe gerade Trimblast, aber nee. Jetzt steht dabei auch, was die am besten dafür da sind. Ich bin Jungler, Alter. Ich bin Jungler. Ich gehe Jungle. Nein, Spaß. Ich bin alle Wege offen, Alter. Ich bin immer alle Wege, Leute, aller Weg, Mensch.
Ist auch ein Jungle, mittlerer Pfad, Jungle, Carry. Ja, ich habe gecarried, nicht. Entschuldigung, kein Paragon. Spaß. Das ist scheißegal, wo man mit den Charakteren hingeht. Aber es ist geil, dass sie jetzt endlich mal zugeschrieben haben, wohin der jetzt gehört, weil du musstest dir jetzt normalerweise immer die runterladen, wo drauf stand. Ja, das ist der Charakter, der gehört dazu. Und das ist der Charakter, der gehört zum Carry. Das ist der Charakter, der gehört jetzt zum Offlaner. Das ist Jungler. Ja, das ist alles so kompliziert gewesen über die App, weil die auch in Englisch war zum Beispiel. Die hatte ich hier runtergeladen und schon getestet auch mal. Und deswegen, das ist so kompliziert mit der App. Glaubt mir, das ist für Anfänger ist es kompliziert. Ja, ich habe mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt und so, mit dem ganzen Scheiß und ja. Weil ich auch von den meisten Apps, nein, ich habe von den meisten. Ja, ich gehe mal rechter. Ich will mir mal rechten angucken, wie geil der geworden ist jetzt. Guckt euch meine Corona an. Yo, Corona, 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 Bruder, Oresa. Finde ich auch so dumm. Er springt hoch, ne? Er springt hoch, den haben sie auch nicht rausgenommen, den Bug. Hier, er springt hoch und der macht diesen nur mit dem linken Faustangriff, ne? Das ist so dumm, Alter. Da können wir gleich wieder hier schlecht verschlagen, ne? Kann ich wieder Paragon schlagen, ey. Schlagen! Yo, 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 yo! Ja, der Alter. Digga, Mann, Alter. Aber sie haben jetzt wenigstens auch bei den Sprachmustern das umgestellt, ne? Das finde ich auch besser. Vor allem, was mich auch angenervt hat, richtig bei dem Paragon-Update, das ist, es hat so lang gedauert, obwohl, ne, obwohl es so wenig Gigabyte waren. Ja, für Paragon-Verhältnis wenig. Aber naja, ne. What the fuck? Die Untertanen können jetzt durch den Turm durchgehen, ey. So ein bisschen Provokation, ey. Immer so ein bisschen Provokation für die gegnerischen Helden, ey. So richtig für die Bots, ey. Ja, haha, Bots, Alter, ihr könnt mich nicht killen. So nach dem Motto mache ich das, ne? Ist halt, ich bin Level 2 und mach trotzdem so Damage. Bei den Dingern hier. Aber der macht auch noch ziemlich Damage, weil ich Level 2 bin. Wusch. Also so viel fürs Level Up, das auch nicht gebracht, ne? Mal sehen. Ich dachte, das bringt mehr. Na, ich werde die hier bringen, mehr ein Level Awareness. Zumindest war es früher, fand ich so, du lädst hier einen ganzen Trupp und bist ein Level Up fast schon. Am Anfang bist du eigentlich Level Up. Ja, dann später brauchst du zwei Trupps bis Level Up und dann immer nach dem Motto, so habe ich gespielt. Das heißt, du schaltest hier so einen kleinen Trupp aus, ne? Und du hast Level Up. Tja, das hat er wohl nicht erwartet, dass ich ihn direkt so angreife. Ne? Aber jetzt ist es zurück.
Oh nein, 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 was soll ich verbessern? Ich hab kaum so wenig Leben im Pauk. Ich brauche jetzt nicht noch einen, Alter, der mich hier angreift. Oh, ich hab nicht genug Geld. I don't have no money on this card, man. Alter, es verwirrt mich die ganze Zeit, ne, dass oben die Anzeige von Leben und Mana ist und unten einfach nur die Fähigkeiten, ey. Das verwirrt mich die ganze Zeit so. Leute, ey. Darum bin ich manchmal so eine Zeit lang da einfach stehen, ey. Oh, das ist so belastend. Ehrlich. Ja, ich hab greift mich nicht an, habt ihr es gesehen, Alter? Ich hätte jetzt eher gedacht, der macht Kill endgültig einen Kill hier. Ah, naja, nicht getraut. Ich bin erstmal richtig voll. Nein, er greift an, ich greif dich an, Bruder. Digga, ich krieg Damage, mach den scheiß Bitch Purge. Entschuldigung, den Ausraster, aber das Scheißding muss doch endlich mal. Der Turm, der ist so programmiert bei den Gegnern und hier, dass der die Gegner und mich angreift halt. Das heißt, der gegnerische Turm greift mich an. Und wenn ich jetzt reingehe in den Kreis alleine, greift er mich an. Wenn ich erst die kleinen Soldaten reinlasse, halt die kleine Unterstützung. Dann werde ich nicht angegriffen, solange ich keinen gegnerischen Helden angreife. Wenn ich einen gegnerischen Helden angreife, werde ich zuerst beschossen, anstatt die. Ja, das ist halt das, nachdem es programmiert ist. Und es läuft bei mir, halt bei uns auch genauso ab. Ich wollte eigentlich jetzt Kill machen, aber wer scheiß Sparrow nicht, diese Missed Kill gemacht. Ist auch jetzt verstärktes Damage. Das macht ja auch die Karte, die würde ich empfehlen, weil die macht verstärktes Damage. Wenn ihr ein Kartendeck also erstellt, nehmt die Karte ruhig mit rein. Die ist gut dazu gebrochen. Die ist bei mir Level 1, aber man kann die auch leveln. Ja, so ist das nicht. Ich habe nur es nicht geschafft, die zu leveln. Ja, kleines Räuspern. Sarkastisch, was gemeint, ne? Ich hab Zeit, aber ich vergesse es nur jedes Mal, dass ich leveln muss. Okay, wenn sich die Helden verpissen. Oh Mann, Alter, was machen die kleinen Mist für ein Damage, ey. Oh, das ist unfair, ey. Das hasse ich, wenn diese Drecks-Sparrow oder so von dem fucking Ding ausrauben wollen. Alter, dieser scheiß kleine Spastensöhne, ja, wirklich. Alter, diese kleine Spastensöhne, Mann. Alter, du misset, ey.
Digga, greift doch die scheiß Schimbi an, Alter, die hat eh kein Leben mehr. Die ist eh tot. Ja, hat es doch geschafft zu entkommen. Haha, umsonst den Ulti eingesetzt. Verschwend ruhig deinen Mana, Sparrow, ich brauch's. Brauchst es eh nicht, wenn ich dich angreife. Taktik hier. Auf mir. Ja, das so machen wir es hier.
Alter, hätte ich mein Ulti auch mal, Mann. Dreck, scheiß Mana, ey, wirklich. Da hätte ich den scheiß Barrel schon nicht gemacht. Easy Kill, habt ihr es gesehen? So macht man hier einen Kill. Klar, 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 Alter. Ein Kill, klar, ne? Ja. Es geht viel einfacher, wenn man im Team ist. Aber das sehen ja die anderen. Jetzt ist schon wieder so, dass der Chat blockiert ist, Alter. Nein, 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 nein. Nein. Verpiss dich, Rektor. Ich brauch dich jetzt nicht. Oh, Shimmy, Alter, wenn ich das schon wieder höre, Shimmy, ey, oh, ne. Ich gehofft, ne. So, ich gehe auf mittleren Pfad verteidigen. Als Angriff. Ich habe noch genug Mana, um das ich habe ihn fast. Ich habe ihn. Ich habe keinen Mana mehr. Deine Heilung bringt nichts. Digga, mach auch mal was mit deinem scheiß Halloween Skin hier. Der hat einen Hello Skin, der beste beim das ist nicht Murdoch. Wie hieß er hier? Gideon. Sag ich doch Gideon. Ha, ich bin noch gut. Ha. Dafür, dass ich so lange spiele, bin ich noch gut drin. What the fuck? Was läuft denn hier? What the fuck? Habt ihr es gesehen? Er greift den einfach an. Scheiß Kühler. Oh, easy, ich hab Heilung. Alles klar, keine Ahnung wie, ach, Heiler. Rise. Right.
Bium, bium, wartet, 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 wartet. Hey, hey, mein Banner fehlt. Habt ihr es gesehen? Mein Banner fehlt. Normalerweise ist da ein Banner immer damit, aber nein. Boah, Alter, ich war der vierte Mann, Alter, ich war so schlecht. Ey. Mann. Ach, so ein Dreck. Ach so, ich habe gerade was geguckt, Alter. Ich habe es doppelt. Nja, nja. Was passt denn das für ein Sieg? Geil, geil, geil. Alle 5 Sterne. Ui, ui, ui. Absenden. Ich danke euch, Paragon. Aber ich finde etwas Blödes hier, dass... hier halt sieht man ja, ich bin Level 38, theoretisch wäre ich schon higher, wenn nicht dauernd so ein Kack hier wäre mit kaum Level up, ne? Oh Mann, Alter, so viele Sterne fehlen mir noch. Ja, warte, mir fehlen noch 13 Sterne für die goldene Box da und dafür mir mehr als 13 Sterne. Keine Ahnung, ich bin jetzt zu faul zum Rechnen. Ja, ich bin zu faul dafür jetzt. So, komm, Skin, Skin. Oh, Buh, Alter, Skin. Ich will ein Skin. Buh. Scheiß Truhen, Alter. Buh, wirklich. Ups, ich hab vergessen. Ach, direkt drauf, Alter. Ich habe so viele Karten, ich weiß gar nicht wohin damit, ne? Deswegen ist es scheißegal im Moment. Ja. Ich habe eh alle doppelt hier, die kriege ich allein 5 Maus da drauf, ey. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe keinen Bock einfach da drauf, ne? Ey, wo ist denn die scheiß Karte? Leute, Leute, wo ist die scheiß Karte? Ich will meine Karte haben, Leute. Hey, Paragon, gib mir jetzt meine Karte. Meine Loving Karte. Alter, immer dieses Laggen mit dem Scharfstellen, ne? So viel zu viel Arbeit, so viel, okay. Alles klar, ich habe schon 415, 587 irgendwas. So, hier kommen schon langsam in die Einsatzzone. So, da haben wir die Karte hier leveln, die leveln noch. Warte, wie viel hatten die? Oh, die kommt nicht mal auf Level 5, Kacke. Oder. Leute, komm, wünsch mir Glück. Nein! Level 4, seht euch das an! Level 4! Was für eine Scheiße, ey! Was für eine Scheiße, ernsthaft, ey! So, jetzt kommt, hey, Leute, da ist sie, legendäre, Alter, legendäre, ich love sie. Ja, Spaß, aber ich liebe die wirklich, ey, die ist so legendär. Die Karte ist legendär, wirklich, ey, die ist legendär. Sieh mal allein an der Umrandung, die ist legendär. Schon allein daran sieht man's. Vor allem hier, Alter, die hab ich so oft, ey. Wenn ich level die einfach nicht ab. Level 5 schon. Easy, haben nichts gemacht. Einfach so oft wie G4 drücken. Dann ist es schon ein Level. Ja, ja, auf jeden Fall. Leute, das war's mit mir und Paragon. Ja. Das war's mit Paragon und mir. Ich glaube, wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Ich weiß nicht, weil ich morgen Planet Side 2 zocke. Ich mache auf jeden Fall für euch ein Video Planet Side 2 noch. Ich habe gesehen, also es hat eingeschlagen bei mir schon mal. Ja, auf jeden Fall, ihr findet auf meinem Kanal richtig viele Videos von Paragon.
Und Planet Side 2 findet ihr ein paar, zwei glaube ich nur. Aber von Titanfall zum Beispiel, wenn ihr daran Interesse habt, guckt euch die Videos an. Ich habe ein paar Deutsch, ich habe auch ein paar einfach nur so, die halt Englisch-Deutsch sind. Könnt ihr euch reinziehen. Sie sind eigentlich cool geworden. Ja, es sind auch ein paar Stories dabei, Story-Trailers dabei. Also die geben euch zusätzliche Informationen über die Story, Hintergrund hinter Titanfall 2 vorweg. Es geht um Cooper und ihr seid dann halt ein Miliztruppe. Es ist ein cooles Spiel, ich spiel's und ja, es ist geil dafür. Ich habe da auch die Woche schon ein paar gestern noch einen hochgeladen, also ja, ein paar hochgeladen. Könnt euch reinziehen. Auf jeden Fall sind noch viele andere Games auf meinem Kanal. Battlefront 2 Beta und alles. Ach ja, und Battlefront 2, Jakobo, ne? Diesen Monat kommt's raus hier. Heute ist der 2.11. Ich freue mich schon, Alter, wenn ich das Thema anspreche. Adrenalinpegel. 180 hoch, boom. Ey, ich bin so fucking, ey. Wenn ich jedes Mal das Thema höre, Battlefront 2, Alter. Ich bin so richtig, ey, geflecht. Ich liebe das Spiel auf jeden Fall. Für euch, ich spiele das Spiel. Ich habe es vorbestellt, aber leider nicht die Deluxe Edition brauche ich. Aber Leute, ich bin am 17. bei den Zockern mit dabei. Ich sag's euch, ich lade mir das Scheiß frühs runter und dann zocke ich da dann am Mittag. So gegen 13 Uhr oder so, ich kann es nicht richtig versprechen, aber am Freitag zocke ich das, wenn das draußen ist. Ich zock's für euch, Leute. Ich zock's für euch und für mich. Ich habe wirklich so richtig viele Freunde. Ich sag euch, ich habe so richtig viele Freunde. Ich lade eine Party ein, ja, das heißt, wir sind in einer Party sein mit 8 Leuten. Ich werde zwischen Partys hin und her joinen auf jeden Fall. Weil ich habe so viele Leute und ich kenne so viele Leute. Wisst ihr, es werden alle explodieren. Ist, wenn die Server von Battlefront 2 explodieren, das sage ich euch. Holt euch Battlefront 2 auf jeden Fall. Ja, es ist ge ein geiles Spiel. Die Beta war schon geil, das findet ihr auf meinem Kanal halt, wie gesagt. Und das war's eigentlich von mir. Ja, Planet 2, ich spreche das Beta-Thema, Battlefront 2-Thema nochmal an. Ja, wie gesagt, guckt euch auf YouTube an, Kanäle. Das war's von mir, auf jeden Fall. Bis moin. Oder so. Ciao.